Ist das etwa ein Ei? Tatsache. Na dann, wir sind weiterhin auf Eierjagd. Willkommen zurück zum Chaos auf Deponia. Laut Zwiebel ist das hier ein Wasserschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Das ist großartig. Haben wir jetzt alle? Nein, das Feuerschnabeltier-Ei fehlt uns noch. Das haben wir dann auch in der Ruhe gelassen. Wir haben ein Erdschnabeltier-Ei, wir haben ein Wasserschnabeltier-Ei, wir haben ein Frühknabeltier-Ei. Wir haben eine Kerze, wir haben Brot, wir haben Wasser, wir haben einen Staubsauger, wir haben einen Spaten, wir haben eine Schnabeltierfibel, wir haben Fernbedienung mit Stahlkassetten, eine Antenne, vergammelte Böden, ein Köder, ein Schraubenzieher und Zuckerdose. Na, schauen wir mal, was wir damit so anfangen können. Ja, wo das Feuerei ist, wissen wir schon. Und ich habe schon so eine Idee, wo wir die Kerze anfangen könnten. Brauchen wir immer noch irgendwas zum Anzünden, aber ja, die Kerze können wir doch erstmal hier. Kerze. Die Kerze an einer anderen Kerze anzünden. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, warum nicht? Und jetzt angezündete Kerze. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was zum Brennen. Am besten Holz oder Kohle oder etwas in der Art. Ich beim Dichter. Hat der noch was, was wir dem klauen können? Eine Dose. Ein Faden. Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe aus. Wir brauchen ein Memo für Faden. Oh. Und was ist das hier? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Oh. Okay, dann brauchen wir mal ein Memo für die Asche und ein Memo für ein Faden. Ja. Fenster. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. Oh nein. So. Dafür nehmen wir lieber Asche. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kitzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Faden. Ich hab's. Ich brauche den Faden. Sehr gut. So, jetzt kriegen wir Asche. Also Kohle. Menschliche Kohle. Ich meine menschliche Asche. Und den Faden. Nehmen wir mal erstmal den Faden. Schockieren Sie mal am wenigsten. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche den Faden. Tja, was auch sonst. Da geht der Faden. Der Faden. Dann nehme ich mal den Faden. Brauchst du auch zufällig die Asche deiner toten Mutter? Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Oh, weia. Aha, okay, ich nehme einfach alles, was ich finde. Ohne. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Oh... Ich habe sie lediglich etwas verbogen.
Hallo, Crane. Klopf, klopf. Du schon wieder? Das tut mir ein bisschen leid. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Ein wenig. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Tut mir ein wenig leid. Aber auch nur ein wenig. So, wir haben jetzt auf jeden Fall haben wir jetzt menschliche Asche. Da können wir doch. Und wir haben ein Flugschnabeltier. Da können wir doch das erste schon ausbrüten. Hier, zum Ausguck. So, menschliche Asche einfüllen. Zur Ruhe. Mit dem Rest der Asche können wir bestimmt. Oh, sehr gut, Halbmast. Mit dem Rest der Asche können wir bestimmt dann noch. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Ausbrüten. Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Wie wär's denn mit einem Faden? Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult. Aber womit offenbar fehlt. Ich behalte das. Da ist der Haken. Womit spannen wir die Sache? Nicht mit dem Faden. Der Phlagomat reagiert nur auf menschlich. Praktisch. Der Phlagomat praktisch. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Nicht mit dem Faden. Das ist ja. Vielleicht mit dem Köder. Was ich auch immer da reinstecke. Es würde einfach auf der anderen Seite wieder raus. Verflucht sei. Ja, verflucht seist du, Hose. Blumen. Na dann würde ich mal sagen, holen wir uns das Feuer. Schlammetier. Vorlaufswerkstatt. Ah ja, cool, haben wir jetzt. Sekunde. Runter. Ich sollte mal vielleicht das Schnabeltier mal reinstecken in den Ofen. Oh. Und wir haben die menschliche Asche verloren. Tja. Das ist vielleicht schlecht. Mist, hier fehlt die Kohle. Ja. Hat der noch ein Memo für Kohle? Ich glaub's nicht, aber. Klein Venedig. Kerze, Fenster. Blumen, Goldfischglas. Tja. Exklusiver Ausblick? Die Erdkrümmung versperrt ja alles, was hinter dem Horizont liegt. Ach du Schreck. Haben wir es schon vergeigt, oder was? Er hätte nach Elysium gehen können. Stattdessen hockt er hier mit seinem Müllflügel, seinem Müllgarten und seinen Müllbediensteten. Tja. Hätten wir vielleicht hey, erst Dad. Die... Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ja. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht. Können wir uns die Kohle vielleicht wieder rausholen? Aus dem Rohr. Willkommen beim Phlagomat. Für Halbmast hier praktisch.
Haben wir es jetzt in der falschen Reihenfolge getan? Die Asche wurde durch das Rohr in die Maschine gesogen. So bekomme ich sie da nie raus. Tja. Maschine. Ich brauche die Asche. Ah, Klappe. Flusensieb. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb. Es scheint zu diesem Phlagomat da zu gehören. Mhm. So weit kommt's noch, dass ich mit bloßen Händen das Flusensieb meines Versagers von Vater reinige. Wie wär's denn? Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers genau zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Wir haben Flusen. Inwiefern uns das helfen soll, weiß ich auch nicht, aber... Vielleicht können wir das als Kohle verwenden. Als Ersatzkohle. Na, versuchen wir es mal. Wo war das gleich? Hier im Industriegebiet. Beim Dock. Flusenofen. So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Ah, shit. Wir haben's verkackt. Könnte fast sein. Wir haben die Kohle jetzt bei dem... dort eingefügt, um das zu... Flaggen. Noch eine Urne hat er nicht. Kohle. Ich nehme einfach ein Stück Kohle mit. Das wäre auch eine Möglichkeit. Muss man nicht wünschen, die Asche als Kohle benutzen. Das wäre natürlich eine Option. Ja gut. Hätte man drauf kommen können. Die Kohle und brennende Kerze. Oh. Ja. Sehr gut. Lodre, lodre, Ofen brodle. Knauf. Ei im Schornstein. Pass auf, dass es nicht zu Rührei wird. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Oh nein. Verdammt. Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Ach du Schreck. Es rollt durch das Rohrsystem. Eins. Zwei. Hier ist eine 3, 4, eine 5. Ach du Schreck. Das rollt jetzt hier so lang. Jetzt müssen wir das irgendwie so hinkriegen, dass das hier nach unten rollt. Auwei. Ja, dann müsste es irgendwie hier... So, da rollt es jetzt hier lang und dann da runter, dann da hoch und rollt es hier im Kreis. Dann rollt es wieder im Kreis. Das ist ja schon richtig, da rollt es raus. Da muss es hier lang und da lang. Und so lang. So lang. Ah, rollt schon richtig. Sehr gut. Es rollt. Oh, Feuerschnabeltier.
Errungenschaft freigeschaltet, Eier auf. Out! Feuer schnappt.